Hallo Internet, ich bin Rechtsanwalt Andreas Trapp und ich berate zum Compliance-Risikomanagement. Heute geht es um die Compliance-Risikoanalyse. Und damit meine ich jetzt nicht das Dokument, das einmal im Jahr im Vorstand vorgelegt wird und das bestätigt, dass die Risiken im niedrigen oder höchstens mittel- bis niedrigen Bereich liegen. Ich meine die Methode, mit der Risiken identifiziert werden, mit deren sie bewertet werden. Die Methode, die es dann auch erlaubt, Schlussfolgerungen hinsichtlich, welche Technik brauche ich, welche Personalausstattung brauche ich, wie müssen Prozesse gestaltet werden, abzuleiten. Ja, die Risikoanalyse ist in der Tat das Herzstück einer effektiven und effizienten Compliance. Schon am Anfang, also wenn ich mir die Frage stelle, brauche ich überhaupt eine Compliance-Organisation oder reichen vielleicht einfache Maßnahmen aus? Schon am Anfang sollte ich systematisch die Compliance-Risiken des Unternehmens untersuchen. Wenn ich zum Ergebnis komme, dass ich Compliance benötige, weil die Compliance-Risiken ungesteuert problematisch sind, dann nutze ich die Compliance-Risikoanalyse auch, um die Compliance-Ziele festzulegen. Und ich kann dann, wenn ich sie jährlich wiederhole, aus den Compliance-Überwachungsergebnissen auch die Compliance-Leistung messen. Die Compliance-Risikoanalyse ist also tatsächlich der zentrale Bestandteil von effektiver und effizienter Compliance. In diesem Video möchte ich die Vorgehensweise an einem Beispiel erläutern. Ausgesucht habe ich mir dafür den Paragraphen 43 Geldwäschegesetz. Der Paragraph enthält die Meldepflicht für verdächtige Transaktionen. Aber wie das genau aussieht, erkläre ich jetzt. Gut, also legen wir los. Anfang der Compliance-Risikoanalyse ist die Rechtslage. Paragraph 56 fasst die Bußgeldvorschriften des Geldwäschegesetzes zusammen. In Absatz 1 werden die Tatbestände von Ordnungswidrigkeiten zusammengefasst. Uns interessiert hier die Nummer 59, die in Verbindung mit Paragraph 43 Absatz 1 Ordnungswidrigkeiten beim Meldeverfahren definiert. Paragraph 43 Absatz 1 verpflichtet zur Meldung von Tatsachen, die für die staatliche Geldwäschebekämpfung wichtig sind. Die erste Variante der Begehung liegt auf der Hand. Meldepflichtig sind Tatsachen, die darauf hindeuten, dass Vermögensgegenstände in Transaktionen oder in der Geschäftsbeziehung verwendet werden, die aus einer Vortat der Geldwäsche stammen. Dabei darf nicht übersehen werden, dass Geldwäsche nicht nur organisierte Kriminalität, Drogenhandel etc. ist, sondern auch Steuerhinterziehung eine nicht seltene Vortat der Geldwäsche darstellt. Geldwäscheprävention bezieht sich aber auch auf Terrorismusfinanzierung. Daher ist auch meldepflichtig, wenn Transaktionen durchgeführt werden sollen, die auf Terrorismusfinanzierung hindeuten. Etwas aus der Reihe fällt die dritte Begehungsvariante. Hier geht es um die Weigerung des Kunden, den wirtschaftlich Berechtigten offenzulegen. Auch das ist meldepflichtig. Der Verstoß gegen § 43 ist in vier Varianten möglich: Nichtmeldung, nicht richtige Meldung, nicht vollständige Meldung und nicht rechtzeitige Meldung sind ordnungswidrig. Gut, jetzt haben wir die Rechtslage verstanden, aber wie kommen jetzt die übrigen Risikofaktoren ins Spiel? Hier muss jetzt geschaut werden, welchen Verursachungsbeitrag leisten die einzelnen Faktoren. Fangen wir an mit dem Personal. Wir brauchen gut ausgebildetes Personal an zwei Stellen. Zum einen brauchen wir das Wissen, was sind verdächtige Transaktionen. Und dieses Wissen brauchen wir einerseits in einer Basisvariante im Vertrieb.
Aber wir brauchen es sehr, sehr konzentriert bei den Kollegen, die die Verdachtsfälle aus der Technik bearbeiten. Und das ist der zweite Aspekt. In einem Kreditinstitut, das Zahlungsverkehr im Massengeschäft abwickelt, können Verdachtsfälle nicht mehr manuell irgendwie identifiziert werden aus auffälligem Verhalten des Kunden am Schalter. Wir brauchen Technik, die sämtliche Transaktionen auf Verdachtsmomente untersucht. Wenn zum Beispiel Einzahlungen in erheblicher Höhe passieren oder wenn Abbuchungen in dunkle Kanäle gehen. So viel zu dem Thema. Man kann und man muss im Rahmen der Geldwäscherisikoanalyse hier tiefer gehen, aber ich glaube, das Konzept ist an dem Beispiel gut zu verstehen. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Dann bis zum nächsten Mal.